Ogre. Geil, ich hätte mich nicht betäubt. Ey, wenn ich nicht mal down bekommen würde, das wäre zu geil. Das Wasser wird mir dabei echt helfen. So, aber guck, jetzt fliege ich einmal nach hier. Und ich brauche dafür mein Haustier, egal. Solange der jetzt nicht wieder sein Leben dabei... Das ist so ein Bastard. Ich lasse das lieber. Der hat schon wieder mein Haustier getötet und der hat schon wieder sein Leben regeneriert. Ey, ich hasse das so. Das ist einfach mal so zwischendurch sein Leben regeneriert. So. Egal, ich kümmere mich jetzt um diesen Untoten. Oh, ich habe kein Mana mehr, scheiße. Ich dachte gerade, hey, wieso greift der, hallo? Hallo, warum greift mich an, hallo? Hab ich gerade so gedacht und dann, hab ja kein Mana mehr. Na super, Westnorden, ich bin immer noch auf dem richtigen Weg und bekomme langsam Durst von dem vielen Reden. Und wir haben jetzt zumindest gerade zu meiner Zeit noch einen relativ frühen Morgen. Nein, keine Onion Links. Ich kann eure Innereien eh schon nicht mehr aufheben, oder? Sag ich doch. So. Okay. Ihr könnt hier was craften, aber ich glaube, wir können nicht craften, weil wir nichts zum Craften haben. Hier oben wieder diese seltsamen Tierchen. Aber ich habe jetzt keine Lust auf diese Tierchen. Also nein, ich craft diese Tiere jetzt nicht an. Ich will jetzt eigentlich mal relativ schnell nochmal zur Stadt. Ich brauche eigentlich nichts Großes, aber... Man weiß nie. Ich kann mir nur Glasflaschen holen und so. Und die Stadt ist jetzt einfach nur ein Ziel von mir. Also Ziel ohne Grund. Aber einfach so ein Ziel. So. Hallo? Tastatur? Danke. Hallo. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Als mein Bein vor dem Empfänger. Ich habe mich gerade so ein bisschen nach hinten gelehnt. Vielleicht hat man es auch an dem Sound gemerkt. Und da hatte ich dann irgendwie mein Bein genau vor dem Empfänger. Wahrscheinlich konnte ich deshalb die Tastatur nicht bewegen. So. Ja, weißt du, ich muss ein bisschen mehr nach dem Norden nochmal laufen. Und ich peile mal ganz kurz neu das Ziel an. Okay, das ist doch jetzt ein bisschen mehr noch nach Westen das Ziel. Wow, hier ist ein Ogre. Tja, habe ich gerade übersehen. Stabil. So, egal. Ich höre es auf den Ogre. Irgendwas höre ich hier. Ah, den Ogre. Bist du irgendwie behindert, du Ogre? Du Ogre. Ja, jetzt bist du weg. Geil. Eine riesige Armee von Gegnern, die ich einfach so downhauen kann. Krass. Also sowas liebe ich, das finde ich cool. Du stehst einfach drin, alle greifen dich an. Du bist trotzdem Fernkämpfer und tötest einfach mal alle. Stabil. Krass. So. Ich habe jetzt mal überlegt auch zwischendurch, weil ich denke auch ein bisschen, dass das für euch langweilig wird, dass ich das immer mit demselben Avatar spiele und immer nur herumlaufe. Dass es ja eigentlich gar nicht so spannend ist. Und dass ich vielleicht mal ein paar unterschiedliche Typen an Spielern durchspiele, zum Beispiel jetzt auch mal Kriege oder so. Weil euch verändert sich auch das Spielen. Das Problem ist, was ich da mal jedoch sehe, dass ich dann halt wieder von komplett neu anfangen müsste. Und ich das eigentlich nicht will. Ich möchte eigentlich schon weiterspielen und einfach ein großes, langes, schönes Display hier aufbauen. Und wenn ich halt das immer unterbreche, um dann andere Avatare zu spielen, finde ich jetzt eigentlich ganz blöd. Vielleicht könnte ich nebenbei noch irgendwie so eine Let's-Test-Folge von einem anderen Avatar oder sowas voll laufen lassen. Oder an zwei unterschiedlichen Tagen zwei unterschiedliche Let's Plays von Q-Fall rausbringen, aber das ist dann immer verwirrend, da versteht man nicht. Was ist jetzt was? Was labert der? Was will der Junge? Das glaube ich, aber ich werde mir einen Let's-Test machen oder... Oder ich dann vielleicht auch mal meinen Avatar zeigen, der ein paar Level weiter ist. Als ich. Oh, 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 oh. Okay. Jetzt bin ich gestorben, aber der Kampf war eigentlich ganz cool.
Egal, es gibt sich erstmal einen Biter da unten, den wir hier zu dritt besiegen wollen. Okay, cool. 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 Naja. Boah, dann hüpfen wir jetzt auf die andere Seite, weil kommen da glaube ich nicht ganz so. Also fliegen wir eben was außen drin vorbei, in diesem Skullball vorbei. Einfach nur um ihn zu trollen, dass wir fliegen können und der dafür zu fett ist. ich muss in den Westen, in den Nordwesten. Das war gerade geskillt von mir, da lang zu fliegen. Ich soll vielleicht nicht immer so der Nase nach, sondern mich auch so ein bisschen daran halten, wo ich hin möchte. So. Wer übrigens Tipps für mich in diesem Spiel hat, weil ich bin ja, wie ihr wisst, nicht der Uber-Pro in diesem Spiel. Irgendwie Tipps für ein Haustier oder sowas, was ich vielleicht auch schon machen kann mit den Tieren, also mit dem Essen, was ich habe. Das soll mir einfach Bescheid sagen. PN oder so, oder unten in die Kommentare. Über Kommentare freuen wir uns eh immer. Also egal was, wenn ihr gerade Lust habt, schreibt einfach mal einen Kommentar. Weil dann finden wir uns cool, ne, dass wir geguckt werden. Nein, einfach, wir machen das Ganze ja auch Spaß. Und nicht um berühmt zu werden, aber trotzdem ist es für uns cool zu sehen, wenn irgendjemand uns einen Kommentar schreibt oder es wirklich auch mal geguckt wird, weil ich meine, wer interessiert sich dafür, wie ich gerade einfach so über eine Landschaft laufe? Das ist doch scheiße langweilig, oder nicht? Naja. So. Ich gucke mir selten auch solche Let's Plays an, wie ich sie mache. Oder, ich spiele ja auch sowas wie Limbo und ich meine, das guckt doch keiner. Wer interessiert sich denn für Limbo? Das ist doch so ein Spiel, das interessiert sich keiner für. Und vor allem so, wie ich das geschnitten habe. Ich habe ja Limbo jetzt so geschnitten, dass es einfach so nach einer Viertelstunde endet und nicht so nach Level oder so, so dass es dann sozusagen eine Lösung ist, falls man selber nicht weiterkommt, dass man dann da gucken kann. Sowas ist das ja eher nicht, weil das ja falsch einfach sortiert ist von den Folgen her. Weil jetzt habe ich auch noch überlegt, jede Folge so schnell wie möglich einmal nochmal durchzuspielen. Und dann so euch bei Limbo zu zeigen, halt wie das geht, sozusagen als kleine Lösung für die Leute, die es nicht schaffen. Naja. Und da muss ich mal gucken, wie ich das mache oder ob ich das mal mache. Auf jeden Fall geht es jetzt nicht um Limbo, sondern einfach nur, dass ich das mache, worauf ich Spaß habe. Auch wenn ihr das nicht so gerne guckt. Aber ich glaube, dass Leute teilweise mehr Cube World gucken, als dann irgendwie Minecraft oder so. Wobei dann glaube ich, Hexit ist wieder spannender als Cube World, weil da kann man auch bauen und nicht nur herumlaufen. Da baue ich auch sehr viel. Und das ist sozusagen mein Minecraft-Projekt Hexit. Weil ich da halt sehr viel auch baue. Wobei, was ich auch vorhatte, 1.8 ist ja schon seit längerer Zeit draußen und ich hatte eigentlich bis jetzt oder auch immer noch nicht oder immer noch keinen Kontakt zu der 1.8. Ich habe mir nur ein paar Reviews über die Snapshots angeguckt, was kommen wird, habe mir von Freunden erzählen lassen, dass es jetzt Killerhasen gibt. Aber so viel eigentlich habe ich noch nie die 1.8 selber gespielt. Das steht auf jeden Fall bei mir nochmal an. Ich habe gedacht, das mal als jetzt Test zu machen, aber dafür ist die 1.8 jetzt schon zu lange raus. Und das war gefailt. Ja, das gerade war echt gefailt. Da muss ich mal gucken, genau, wie ich das mache. Jetzt bin ich wieder zu weit in den Norden, oder? Ja, das gibt's doch wohl nicht. Lande mal kurz da drauf. So, in die Richtung muss ich jetzt. Okay. Kann ich eigentlich, während ich fliege, mich heilen? Nein, das wäre aber auch lustig gewesen. So. Ich wollte hier unten hin, weißt du, das war jetzt nicht so schlimm, dass ich runtergefallen bin. Damit habe ich auch gerechnet. Deshalb habe ich das auch über den Bäumen gemacht. So, das sind Hexen. Ich würde die gerne töten, weil ich Hexen hasse. Das Problem ist, da kommt jetzt nur wieder eine Scheißattacke von denen. Scheiß drauf. Natürlich habe ich es nicht ins Wasser zu fliegen. Mann, meine Skills, Alter.
Okay, jetzt muss ich mich gerade heilen. Weil ihr kennt ja diese Hexen, die ziehen mir einfach zu viel Leben. Ja, okay, ja, das tun sie echt. Die ziehen mir echt zu viel Leben. Westen. Ich wäre schon fast wieder falsch gelaufen. Aber YOLO. 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 Ja, YOLO, das Wort des Jahrhunderts. Was eh irgendwie keiner mehr benutzt. Und nur die Leute, die es benutzen, sind irgendwie behindert. Ach, das ist das richtig, was ich da auf der Map sehe? Habe ich da eine Pyramide entdeckt? Naja, okay, die Pyramide ist jetzt nicht gerade in der Wüste, was ich ein bisschen seltsam finde, aber wenn das wirklich eine Pyramide, das ist eine Pyramide. Geil. Okay, die Pyramide wird jetzt erkundet. Ach Gott, das sah gerade falsch aus, beziehungsweise buggy aus. So. Geile Pyramide. Und dann gehen wir mal oben rein. Auch wenn das untypisch wie eine Pyramide ist. Und ich wusste gerade. Haben gerade ein bisschen Schluck auf. Beziehungsweise auch ein trockener Mund, weil. Ne? Trockener Mund, weil. Trocken halt, ne? Weil ich ganz gut rede. Komme ich hier noch weiter runter? Nee, doch. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder schlechte Idee ist. Ja, das war eine schlechte Idee. Ich wollte eigentlich so ganz weit runtergleiten. Eine Vase. Wow. Ein Ogre plus 2. Einfach mal. Nö. Tschüss. Ogre sind schon so für mich nicht zu schaffen. Vor allem, weil die sich andauernd regenerieren. Warum sollte ich dann Ogre plus 2 versuchen zu töten? Okay, ein Ork plus 2 kann ich versuchen. Das ist aber sehr hart. Ja, die sind echt... Oh, nein, das schaffe ich nicht. Okay, keine Chance. Das sollte jetzt für mich tabu sein. Dieses Gebäude da. Da gehe ich jetzt auch nicht mehr rein. Das ist zu schwer für mich. Ich weiß nicht, konnte man sich irgendwie Punkte markieren? Anscheinend nicht. Schade. Das würde mir auch... Scheiße, habe ich außer den Trank genommen. Das würde mir auch noch hier fehlen bei der Map, dass man sich Punkte einfach markieren kann. Aber egal. Wir halten uns jetzt wieder in Richtung Nordwesten. Mehr West als Nord. Und das ist halt die Richtung so circa jetzt immer geradeaus. Und zack. So. Ich war gerade ein bisschen konzentriert mit dem Fliegen, deshalb bin ich manchmal so leise oder auch wenn ich kämpfe, da halte ich dann oft mal meinen Mund. Ist zwar jetzt nicht so gut für ein Let's Play, das sollte man gerade, wenn man kämpft, darüber reden und nicht gerade während man kämpft oder irgendwas leise sein. Das ist irgendwie blöd von mir manchmal. Aber da denkt man manchmal nicht dran und wer selber Let's Playt oder das mal probiert hat, weiß, was ich meine. Es ist immer schwer manchmal zu reden, vor allem wenn es auch noch spannend für dich ist. Dann ist man auch oft mal leise. Naja. So. Ich bin echt so. Boah, hier steht eine Flasche Wasser. Wo kommt die her? Okay, geil. Ich habe eine Flasche Wasser hier stehen. Und da ich eigentlich keine Lust habe, diese Aufnahme zu unterbrechen. Trinke ich jetzt gleich mal einen Schluck. Aber ich mache das so unauffällig, indem ich einen Gegner suche und mich vor den Gegner stelle. Ganze Zeit weiter angreife und in der Zeit trinke. Ja. Ja, ja, ja. Da hinten sind Gegner. Oder ihr seid Freunde. Ich glaube, ihr seid Freunde, oder? Nein, ihr seid Gegner. So, dann trinke ich erst Muhaha. Oh nein, ich bin ja gestorben. Naja, mit einer Hand war es auch schwer. Und ich muss ja auch noch die Flasche aufkriegen. Das war ein bisschen blöd.
Aber Hauptsache, ich konnte jetzt trinken. Ach ja, jetzt fühle ich mich wieder viel besser. Ja, Entschuldigung, dass ich gerade auch trinken musste, aber ich denke, besser als jetzt die Aufnahme so zu unterbrechen. Aber für euch ist es ja eh genauso lang, die Aufnahme dauert ja eh mal um die 15 Minuten. Ob ich jetzt unterbrochen hätte oder nicht, dann ist ja eigentlich nur das gecuttet. Wahrscheinlich cutte ich am Ende wieder genau so mit der 15 Minuten, dass ich genau jetzt eh cutte, wo ich getrunken habe. Dann war das Ganze jetzt natürlich sehr, sehr nötig, dass ich nicht unterbrochen habe. Aber man weiß ja vorher nie, wie man später schneiden wird. Vor allem, weil ich jetzt ja einfach aufnehmen wollte und keinen Timer habe. Und ja, ich möchte euch mal ein bisschen schildern, was ich gleich machen werde, so nach der Aufnahme und so. Es ist ja noch relativ früh morgens und sobald der Rest meiner Familie wach ist, also die meisten sind eigentlich schon wach, aber es schlafen immer noch welche um diese Uhrzeit, ich weiß nicht wie viel Uhr, wahrscheinlich haben wir jetzt gerade so 10, 11 Uhr. Ja, es ist gerade auch Ferien zur Zeit, wo ich das aufnehme, das muss ich auch noch dazu sagen. Warum vom Ferien sind, weil ich halt vorproduziere. Ich weiß gar nicht, wann dieses Video rauskommt. Wahrscheinlich schon noch ein paar Wochen später. Das Problem ist halt, ich habe im Moment viel zu tun, auch Schule und so. Deshalb muss es ein bisschen vorproduziert sein. Weil sonst kriege ich das Ganze mit der Schule und so nicht mehr auf die Reihe. Und deshalb kann ich auch nicht so ganz aktuelle Themen anbringen. Aber ich habe da schon noch so ein paar Themen, über die ich mal reden möchte. Die sind wahrscheinlich jetzt nicht mehr so ganz aktuell, aber es geht sich dabei um Spiele und Spiele, das sind halt Spiele und ob die jetzt aktuell sind oder nicht, ist eigentlich völlig egal. So schnell werden die Spiele nicht inaktuell. Guarda du sleep, oder? Geil, dachte ich, wenn ich dich zähmen könnte. Okay, ich kann den Koala nicht zähmen, das wäre aber auch zu cool gewesen. Und guck mal, jetzt ist mein Papagei-Robot. Das ist irgendwie lustig, aber auch blöd, weil das halt ein Bug und ein Fehler von dem Spiel ist. Schade. Jetzt habe ich aber ein bisschen verloren, was ich sagen wollte. Ach ja, dass ich vorproduziere und das nicht so ganz aktuell ist. Mir das aber egal ist halt, weil ich das so machen muss für die Schule. Ach ja, und dann wollte ich sagen, was ich gleich noch machen werde. Und zwar werde ich gleich wieder meinen zweiten Bildschirm aufstellen. Das mache ich öfters mal, wenn ich auch weiß, dass ich in Zukunft jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit habe, um aufzunehmen. Vor allem auch so kurz nach den Ferien und sowas. Steht ja auch nicht direkt wieder Arbeiten an. Klar, es kommen noch ein paar, zwei, drei Klausuren, aber wenn man die vorher gelernt hat, dann passt das schon. Und wenn man dann weiß, okay, ich habe dann wieder ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen, dann kann man sich ja auch einen zweiten Bildschirm hinstellen. Und ja, das steht jetzt bald an. Ist eigentlich relativ praktisch, auch wegen der Musik und so. Es gibt sich nur ein Problem dabei, und zwar ist das, wenn ich das Spiel Assassin's Creed aufnehme, ich weiß gar nicht, ob das zu dem Zeitpunkt dieser Folge schon die erste Folge kam, aber das habe ich auch schon mal angekündigt, dass ich Assassin's Creed rausbringe, geht die Maus manchmal aus dem Bildschirm raus und dann hängt das ganze Bild, aber ich glaube, das habe ich auch irgendwann schon mal erzählt. So, was ich jetzt für ein Thema noch hatte, von Spielen her, aktuelles und so, was ich gerade eben meinte, und zwar Super Smash Bros. Brawl, das neue, also Super Smash Bros. Und als anderes Spiel Mortal Schatten und als anderes Spiel, was auch noch dazu noch ein bisschen länger draußen ist, Destiny. Das sind ja alles so Spiele, oh ich bin tot, ich bin tot. Das sind ja alles so Spiele, die auf der Gamescom angekündigt wurden, die man da schon testen musste und auf die auch teilweise so lange gewartet wurden. Ich fange mit dem Spiel an, was als erstes rauskam, und zwar Destiny. Das ist ja letztendlich ein Online-Rollen-Ego-Shooter. Und eigentlich ganz cool, finde ich. Das Problem ist halt, dass es online ist und nicht für alle Konsolen. Sonst hätte ich das schon längst hier gespielt und Let's Played und alles. Aber ich wollte das halt nicht an der PlayStation spielen, sondern am PC. Und dann irgendwie mit Freunden LAN-Party machen. Aber der PC scheint ja die einzige oder einer der wenigen Konsolen zu sein, für die es das Spiel nicht gibt. Das finde ich auch sehr, 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 sehr schade. Weil ich glaube, hätten wir das für PC gemacht, gäbe es noch mehr Leute, die das Spiel kaufen würden. Und vielleicht kommt es auch noch für den PC irgendwann raus, dass sie noch eine Version für den PC machen. Aber ich befürchte es eigentlich. Also ich befürchte, dass sie es nicht tun, meine ich damit.
So, und das nächste Spiel ist dann Super Smash Bros. Das kam gleichzeitig mit Mordor Schatten raus, also am selben Tag. Jedoch kann ich sagen, ich hatte das Spiel schon ein bisschen früher. Also einen Tag, und ein Freund von mir hatte es 2 Tage früher. Und man hätte es sich auch schon 3 Tage früher kaufen können, weil oft in Geschäften die Leute es einfach schon früher ausstellen, als sie es eigentlich dürfen. Und da habe ich mir das halt gekauft für den 3DS, und das war das einzige Spiel, warum ich einen 3DS gekauft habe. Also ich besitze jetzt einen Nintendo 3DS und ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Und wie gesagt, ich besitze nur wegen diesem einem Spiel, Super Smash Bros., weil das habe ich früher immer mit einem Freund an der Wii gespielt. Und irgendwann halt nicht mehr, war halt zu alt, und es gab dann neue Konsolen, und dann haben wir es halt kaum noch gespielt, die Grafik war zu schlecht. Und Scheiße. Das war gerade ein Riesenfail. Wir brauchten jetzt halt irgendwann mal eine neue Herausforderung. Und es kam zum Glück endlich mal, worauf wir auch ewig gewartet haben, der neue Super Smash Bros. Raus. Und da lohnt sich einfach so viele neue Avatare und auch 3D, coole Grafik. Und ich habe es mir einfach halt direkt geholt, früher auch schon die Demo ganze Zeit gespielt. Und ich finde es auch richtig cool, dass es hier ein 3DS gibt und man dann den irgendwie mit zur Schule nehmen kann, in der Pause spielen kann oder irgendwo im Flugzeug sitzt und dann spielen kann oder einfach grundsätzlich mit anderen Leuten zusammen Smash Bros. Brawl an einer 3D-Konsole spielen kann, und ich finde das cool. Ich hätte mir sonst wahrscheinlich auch niemals Nintendo gekauft, und ich habe den jetzt auch nur gebraucht bekommen, und zwar auch relativ billig von einem Freund von mir, und ja, das finde ich richtig cool halt. Und ich bin ja auch ein Fan von der Mario-Reihe, und die werde ich auch nach Super Smash Bros. Auch mal dann spielen. Zumindest das neue New Super Mario Bros. 2, das kam ja irgendwann mal raus. Das habe ich auch noch nie gezockt. Da sind einfach so viele Spiele oder Mario oder Land, die ich einfach noch vorhab zu spielen, weil ich habe jetzt die Nintendo halt neu. Und ich habe diese Spiele noch alle gar nicht gespielt. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich auch freut. Was für mich in Zukunft ansteht, nicht für euch, weil um Nintendo 3DS zu Let's Playen ist schwerer. Müsste ich entweder umbauen lassen oder mit einer Kamera das filmen. Und nee, das mit der Kamera, das ist für mich zu schlecht von der Qualität her. Ist es denn ernst? Ist es jetzt die zweite Pyramide? Weil das wäre lustig. Lass mich immer runter. Ich guck mal kurz auf der Map. Pyramide 1. Ich sehe die Pyramide 2 schon nicht mehr. Tempel of Nada war das wahrscheinlich. Aber okay, sobald ich jetzt bei der Pyramide war, da gucke ich mal ganz kurz rein, muss ich auch nach rechts gehen. Da kommen wir nämlich direkt zur Stadt. Okay, so, Super Smash Bros. War das zweite Spiel. Finde ich auch cool. Es gibt nicht mehr so eine richtige Story wie vorher. Trotzdem gibt es immer noch so Missionen oder sowas. Finde ich eigentlich ganz cool. Und das Ganze ist eher wirklich aufs Kämpfen ausgelegt. Ich finde das richtig, richtig, richtig kann man das spielen. Und als nächstes Mordor Schatten. Davon habe ich bisher nur die Demo auf der Gamescom selber gespielt. Ist richtig cool. Und ich würde es gerne spielen, und ich habe mir das vor noch zu kaufen, aber im Moment habe ich auch so viel Stress, auch ein bisschen, da kann ich das nicht gerade jetzt direkt kaufen. Aber dass ich mir das kaufe, steht auf jeden Fall noch an. Die Frage mit dem Let's Play in dieses Spiels werde ich wahrscheinlich nicht machen, wer weiß, ob jemand anderes es macht. Aber auch wenn jemand anderes es macht, kann ich leider vermuten, dass dieses Spiel nicht fertig Let's Played wird, weil das Spiel ist einfach riesig, ja. Und dadurch, dass es so riesig ist und so lange dauert, glaube ich nicht, dass man sich das komplett schafft, einmal komplett durchzuspielen. Wahrscheinlich wird man so 10 Folgen oder sowas antesten. Aber wer weiß, ich werde das wahrscheinlich mich nicht sein, wer das macht. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht mache ich es doch. Keine Ahnung, das steht auf jeden Fall noch an. Ist auch noch was in der Zukunft, dass das passiert. Und klar, dass unten wieder ein Ogre rumläuft. Und da kommt er. Aber den Ogre, den schaffe ich sogar. Guck dich den Ogre an. Ich kann den Ogre schaffen. So. Ey, das ist echt geil, dass ich den Ogre schaffen kann. Weil der hat ja keine rote Schrift und so. Das ist anscheinend ein harmloser Ogre. Das ist echt geil. Ich frag mich nur, was da unten
Orks drin machen. Also das machen Orks in der Höhle, also nicht Tempel, sondern in einer Pyramide, sollten da nicht eher irgendwelche anderen Kreaturen, so wie Untote oder griechische oder ägyptische Gottheiten rumlaufen? Wäre das nicht irgendwie praktischer? So, du Orge, Uger. Glaubst du, ich krieg dich down? Also ich glaube, ich kann dich down bekommen. Klar, ich treffe dich nicht. Was soll das denn sein? Ach, komm schon. Ist das eigentlich dein Ernst? Ich muss dich von dir treffen lassen, damit... Ey, ist das eine Scheiße, aber egal. Ja! Komm schon, Oger. Ist das eigentlich dein Ernst? Okay. Ich kann dich aber auch relativ leicht umschmeißen. Das ist jetzt auch mein Vorteil. 2, warte mal, was bei mir? Ach so, ich absorbiere, glaube ich, Schaden oder sowas. Egal, der Ogre ist jetzt down. Ja, ich bin jetzt auch fast down, wenn er noch einmal so hart drauf schlägt. Naja, fast. So. Alles aufheben, nochmal ganz kurz mit der 1 heilen. Ah, okay, eine Fledermaus. Von mir aus, okay. Fledermäuse sind ja nicht gerade untypisch drin. Kerze nehme ich so mit. Was bist du denn? Ein schönes Wandgemälde. Okay, ich kann dich ranlassen. Frage ist, welche Richtung gehe ich? Die Richtung scheint wahrscheinlich hier hinten zu enden. Nein, da geht's runter und hier ist noch ein Oger. Okay. Aber cool. Hier unten finde ich es cool zu kämpfen. So. So. Okay, das war gut, das war gut. Heil mich, heil mich, heil mich. Okay. Okay, der Ogre ist tot. Die anderen kriege ich jetzt auch noch down. Sobald der Ogre einmal tot ist, habe ich auch gute Chancen. So, komm schon. Okay. Der hat mir auch einen Bogen fallen lassen. Wie nett von dir. Jetzt gucke ich mal, was hier unten noch bei euch so abgeht. Noch eine Fledermaus und dann die drei da hinten. Ich warte mal ganz kurz darauf, dass ich ein bisschen mehr Mana bekomme, bevor ich die angreifen gehe. Okay. Einen harten Ball auf die beiden. Und auf die beiden auch nochmal. So, und jetzt noch hier. Jetzt gehe ich aber ein bisschen die Treppe hoch. Dann stehe ich über denen. Und dann sehe ich einfach viel besser, wenn die kommen. Und die sind alle so auf einem Fleck. Und dann kann ich hier auch viel besser treffen mit meinem harten Schlag. Praktisch, ja. Komm schon. 2 XP bringen die nur. Aber egal, dafür macht es Spaß, gegen euch zu kämpfen. Weil ihr jetzt nicht die OP-sten Gegner seid. Dafür gibt es euch öfters. Also dafür gibt es mehr von euch. Ach, kommen wir doch auf dich zu heilen, du Hässlicher. Okay, komm, du bist jetzt erstmal tot und damit bin ich in Level aufgestiegen. Yeah. So, die Frage ist, was besser ich jetzt auf? War das nicht X? Hallo X. Y, W, I, I, ah, okay. Es hängt wieder mal die Tasten. Da ist es. Okay. So. Machen wir jetzt ins Tier. Petmaster oder ja, macht mal. Was macht er jetzt? You are protected by a magic shield which absorbs damage for up to 30 seconds. Ja, absorbiert Schaden. Cooldown last. Also, es braucht länger, bis ich es wieder benutzen kann. Also die Kraft, die absorbiert wird. More damage. Ja, komm, ich mach einfach mal das Schild. Obwohl, das benutze ich ja eigentlich nie. Ja, okay, dann mache ich einfach mal. Oder wieder gleiten. Ich kann drei Sachen machen. Das, das und das. Ja, ich mache mal das. Und es sich das da. Komm, ich mache das jetzt zweimal da drauf. Ich meine, was soll's jetzt? Ist jetzt auch eigentlich relativ egal. Ich muss einfach nur mich daran gewöhnen, das mal öfters zu benutzen. So, da hinten.
einen Stachel. Da sollte ich nicht gerade durchlaufen. Und dann muss ich jetzt auch aufpassen, wenn die jetzt hochkommen. Weil ich glaube, die können dann noch durchlaufen oder sowas war. Aber egal, ich habe ich jetzt dauernd. So. Ein Hauptschlag auf euch. Und da kommt der Ogre auch schon. Okay, der absorbiert wirklich einiges an Schlägen. Das ist eigentlich relativ cool. Wenn ich sehe, der will sich jetzt drehen oder sowas, dann ist es echt praktisch. Aber es dauert mir doch noch zu lang, um dass der sich wieder benutzen kann. Okay, jetzt habe ich mich gerade zu spät geheilt. Egal, ich bin jetzt wieder relativ nah hier dran. Oder Pikachu Remix, ja super. Cool wäre es, wenn ich die Wand hier durchbringen könnte, aber ich befürchte, dass das geht. Also ich befürchte, dass das nicht geht. Deshalb lasse ich es auch direkt einfach mal. Und ich gehe natürlich wieder in den Tempel rein, weil das ist jetzt sozusagen der Tempel des Tages, den wir jetzt versuchen einzunehmen. Weil ich auch keine Ahnung habe, was uns da unten erwarten wird. So. Hier war es. Nee. Der Seite ging es runter. Ja, Fallschaden, okay. So. Way. Okay, nee, ich sollte nicht in so einem engen Raum fliegen. Das geht eh nur schief. Oh, das war mit Papa geil. Ich sag gerade, was fliegt denn hier so? So, ihr beiden da unten nochmal. Kommt nochmal hoch. Okay, ihr seid jetzt aber auch tot. Das ging ja aber schnell. So, ist der Ogre gestorben gerade eben? Haben wir den echt tot bekommen? Das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist doch ganz cool. So, noch die Bombe nehmen wir uns mit. Hier geht es wieder hoch. Da oben ist wieder ein Ogre. Und ich bin echt so froh, dass man die jetzt leicht platt bekommt. Oder zumindest den Ogre. Oder es liegt einfach daran, dass wir ein Level aufgestiegen sind. Aber ich befürchte es. So, komm, du liegst auf dem Boden. Tja, deinen Schläger haben wir absorbiert. Du hast uns keinen Schaden gemacht. Das ist relativ cool. Also, das ist relativ, das ist richtig geil. Damit können wir jetzt nämlich wirklich auch den, also mit der Attacke, die ich dann nie benutzt habe, können wir so viele Schläge einfach absorbieren. Das ist richtig praktisch. Ich wusste gar nicht, dass das so praktisch ist. So. So, ihr da oben. Ihr wollt mich doch nicht besiegen, oder? Ihr mich besiegen. Ha! Wie soll das denn klappen? Voll, ich rede aber noch so lustlos. Ich hab das gar nicht. So, so. Naja, was soll's? Wir besiegen jetzt auf jeden Fall erstmal die Orks. Du jetzt auch. Wahrscheinlich nimmst du jetzt auch einen Trank oder sowas. Wir kennen euch doch, ihr Scheiße, oder? So, komm schon. Lass mich doch jetzt einen harten Schlag machen. Boah, der hat gerade einen Trank genommen. Die Sekunde haben wir jetzt zum Glück drauf platt bekommen. Sonst wäre das echt mies gewesen. So. Eine Kerze. Hier geht es jetzt noch tiefer. Und ich bin echt gespannt. Noch ein Ogre. Dann nehmen wir uns aber auch erstmal nur den Ogre raus. Oder die ganze Ecke, die da steht eben. So. Okay, ich kriege mir platt, ich kann mir einfach so tanken. Geil, Alter. Ein Ogre tanken, das finde ich echt krass. Ich muss auch mal aber ganz kurz einen Haltwand nehmen. Sonst wird mir das Ganze doch zu knapp. Hier sieht man auch gerade übrigens den nächsten Bug. Und zwar lässt mein Tier, sobald es stirbt, immer Sachen droppen. Das heißt, ich habe so gesehen eine endlose Quelle an Federn und das ist... Naja, ich glaube nicht ganz der Sinn dabei. So, ich kriege jetzt relativ schnell down. So, den ersten Ork haben wir. Ist noch einen harten Ball oder harte Bälle in eure Richtung. So, dann nehmen wir es jetzt noch mit, was hier steht. Wasserflaschen, Bomben und so weiter. Die Vase zerstören wir noch. Okay. Da hinten kommt wieder ein Ogre angelaufen. Aber den tanke ich jetzt gleich, wenn er kommt, mit meiner 2, also mit diesem Schild.
Der liegt auf der Taste 2, das ist, glaube ich, der ganze 2 zu. Für die Leute, die es noch nicht verstanden haben. So. Tja, Absorbit. Tja, du hässlicher Oger. Was willst du machen? Willst du mich töten oder was? Ich konnte alles von dir. Ich kann alles verteidigen. Hey, ich kann das schon wieder einsetzen. Krass. Okay, jetzt habe ich kein Mana dafür mehr. Egal, komm schon, ist das dein Ernst? Auf diesen Trank zu trinken. Das ist nicht gut für deine Gesundheit. Rollerloll. Wo gehe ich denn jetzt zum besten lang? Boah, ist das ein riesen Konflikt hier, also Konstrukt, wo man langlaufen kann. Aber egal, ich nehme diese Gegner hier unten auch noch mit. Ich weiß, hier ist jetzt eine Sackgasse, aber na und. Wir nehmen alles mit. Okay, jetzt habe ich gerade aus Versehen meinen Vogel sterben lassen. War ein bisschen asozial von mir, aber egal. Okay, jetzt muss ich einen Trank nehmen. Yoga hat gerade zu viele harte Attacken nacheinander rausgehauen. Das ist auch meine Verteidigung nicht mehr geholfen. Aber ist egal, der Ogre ist jetzt tot. Auch wenn er uns nicht viel XP bringt. So, ein Vogel im Nahkampf zerstört noch alles. So. Was liegt hier auf dem Boden? Ah, jeder von meinen Vogel natürlich. So, dann noch euch da hinten. Ich komme sogar was näher. Dann müsst ihr uns nicht so lange hinterherlaufen für euren Nahkampf. Ach, ihr seid auch Fernkämpfer. Ach so. Hässliche Fernkämpfer, die sich wieder sehen, selber heilen. Warte, ich hasse es, sowas von. Geht auf Verrecken. So. Da war auch ein Zauberstab bei, den gucke ich mir aber nicht jetzt an. So, dann war es mit dieser Sackgasse. Dann geht es als letztes noch hier lang. Hier gibt es wieder was hoch. Wow. Hier gibt es wieder was hoch und dann direkt dem Ogre in die Arme gelaufen. Krass. Ja, die Hunde mache ich jetzt mal ganz schnell, weil die mich gerade ein bisschen nerven. So, absorbiert deinen Schlag. Du kannst mir nichts tun. Ah, nein, oder? Ein Ogre, der einen Heiltrank nimmt. Scheiße. Das habe ich echt noch nie gesehen. Okay, das ist jetzt sozusagen der Endgegner. Urmuk. Ein Ork. Okay, der hat relativ viel Leben. Die Frage ist nur, wie viel Schaden macht er mir? Okay, und seine Attacke konnten wir gerade sehr gut voraussehen. Das heißt, ausweichen ist jetzt nicht gerade das Problem. So. So. Ich muss jetzt einfach nur weiter mich in Schutz nehmen. Okay, das gerade mir vorbeigedasht. Und ich glaube, ich muss mich doch gleich mal zwischendurch heilen. So. Komm schon. Ich krieg dich. Also ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen für den. Aber der hat noch so viel Leben wie ich circa. Das passt dann ja. Aber das ist gleich ein sehr knapper Kampf. Das Problem ist, dass ich mich heilen kann. Übertrieben, also wäre es nämlich natürlich noch, wenn der am Ende noch so einen riesigen Heiltrank rauszieht, so wie der Ogre gerade eben das machen wollte. Und sich dann nochmal hochheilt. Das wäre das Mieste. Okay, der liegt jetzt auf dem Boden. Das ist unsere Chance, aber ich habe nicht mehr so viel Mana. Und die nutze ich jetzt auch noch, um mich zu heilen. Also um mich zu schützen mit der 2. Aber das Problem ist, ich darf wohl nicht zu lange wegbleiben. Sonst... Weiß ich, sonst regeneriert er sich wieder. Also ich würde es gerne ein bisschen zurück im Mana aufbauen lassen und dann mit der 1 mich heilen. Aber in der Zeit wird er sich wahrscheinlich auch heilen. So wie die Ogre gerade eben. Einfach so sinnlos plötzlich wieder volles Leben zu haben. Das will ich nicht riskieren. Dafür ist der Gegner mir dann wieder doch zu wichtig. Und ich bin gespannt, wie viele XP der mir wirklich am Ende bringt. Ey, ist es ein Ernst? Der hat tatsächlich einen Trank genommen. Ey, du bist doch ein hässlicher Ork.
Er meint das tatsächlich ernst. Okay, komm schon. Okay, jetzt muss ich mal einen Trank nehmen. Nein. Ich wollte gerade einen Trank nehmen. Scheiße. Ey, das ist doch nicht ihren Ernst. Im Moment, wo ich Q gedrückt habe, bin ich gestorben. Mann, ich hätte so locker gewonnen. Das ist echt scheiße. Richtig, richtig kacke. Wo bin ich? Ja, ich stehe auf der Statue irgendwann im Baum. Okay, kacke. Ich habe es nicht geschafft, den Gegner zu besiegen. Mal gucken. Werde ich es jetzt noch machen in dieser Aufnahme? Ich glaube nicht, denn ich beende jetzt die Aufnahme. Und werde mal gucken, dass ich das in der nächsten Aufnahme machen werde. Die Pyramide ist zumindest geil und die hat sehr viele Sachen innen drin. Scheiße, dass ich gerade gestorben bin. Also das sind teilweise so Sachen, die dürfen eigentlich gar nicht passieren. Oder dass sich so ein Endgegner, der da unten Ewigkeiten drin sitzt, einfach so einen Heiltrank mal rausnimmt. Also das finde ich übertrieben asozial. Der hat jetzt nicht diesen Heiltrank haben müssen, vor allem weil er schon genug Leben hat, den man dem abziehen muss und dann eine halbe Stunde schon fast dran kämpft, um den kaputt zu bekommen. Naja, aber jetzt sind wir jetzt wieder bei den Mängeln dieses Spiels, die es ja auch Genüge gibt. Und naja, ich würde mich so freuen, wenn irgendjemand dieses Spiel kauft und endlich mal fixt. Also dieses Spiel aufkauft und jetzt nicht so, ich kaufe das Spiel und spiele es, sondern kaufen, das Spiel kaufen sozusagen, mit dem Besitzer dann abkaufen und dann verbessern und so. Naja, aber dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ich hoffe echt, dass ich nächstes Mal diesen Gegner down bekomme, wenn ich dann nicht vergesse, den zu machen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.